So, man muss sich doch auch wohlfühlen bei der Arbeit. Ja, mir ist schon klar, dass sie wiederkommt. Anders als der Wickert. Der wusste, wann Zeit ist, aufzuhören. Das ist Ehrensenf. Ich bin Sarah. Hallo. Was? Gott, seid ihr unflexibel. Toll. Auch Bundestrainer Jogi Löw steht seinem Vorgänger in nichts nach. Seine Mannschaft gewann das erste Pflichtspiel gegen Irland mit 1:0. Der kinderlose Bundestrainer? Ja, kinderlos. Nein, der Bub, den Sie meinen, das ist nicht sein Sohn, das ist sein Assistent. Nun ja, der kinderlose Bundestrainer kommentierte den Arbeitssieg seiner Mannschaft jedenfalls mit den Worten: Manchmal gibt auch eine schwere Geburt ein schönes Kind. Quasi als Lohn für die heftigen Pressingwehen. Ja, hässliche Kinder sind nicht schön. Oft haben die Kleinen ja nachts auch nur deshalb Angst, weil vorm Bettchen ein Spiegel hängt. Aber ab sofort ist man nicht mehr den Launen der Natur ausgesetzt, selbst wenn man ein Montagsbaby bekommt. Dank Baby-Toupee, den Babyperücken. Ob ernst gemeint oder nicht, auf jeden Fall eine tolle Idee. Damit sieht Baby dem Papi gleich viel ähnlicher. Ja, und überhaupt fällt es ihnen als Eltern dann auch viel leichter, ihren Nachwuchs anzugucken. Zum Beispiel, wenn sie mal aufs Klo müssen. Und ihn vor sich an die Tür hängen. So haben sie in öffentlichen Toiletten ihre Ruhe und können sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Ja, übrigens super auch als Klorollenhalter im Gäste-WC. War das nicht süß? Sowas solltet ihr viel öfter mal bringen. Kleine Kinder und Tiere finden alle toll. Oder noch besser, gleich beides zusammen. Wie bei babyanimals.com. Da gibt es nämlich genau das. Ganz viele süße kleine Tierbabys. Oder, um es mal etwas weniger journalistisch distanziert zu beschreiben, oh, sind die nicht alle total... Ugh. Mal abgesehen hier von dem Gammelfleisch mit Zähnen. Oh, war der jetzt zu böse? Ach genau, das wollen die Zuschauer. Je schäbiger, desto besser. Ja, Gott sei Dank gibt es noch Anwälte. Denn wenn Sie kein Toupetträger sind, müssen Sie zwar nicht beim Radfahren aufpassen, dafür aber bei der Wahl Ihres Friseurs. In England zahlen manche Anwälte nämlich Provisionen, wenn Friseure ihre Kunden an die Kanzlei weitervermitteln. Zum Beispiel, wenn der Haarfeger beim Smalltalk erfährt, dass eine Kundin sich scheiden lassen will. Oft ist natürlich auch schon die Frisur Grund genug für einen Anwalt. Allen Friseuren kann man nur raten, ihre Verträge mit den Anwälten genauso gut zu hüten wie das Geheimnis, warum Frauen immer mehr bezahlen müssen als Männer. Also am besten, Sie schreiben das Ganze auf selbstzerstörendes Papier. Siehe oben. Das löst sich nämlich auf, sobald es mit Flüssigkeit in Berührung kommt. Ideal auch für Spickzettel. Außer Sie leiden unter Angstschweiß. In dem Fall sollten Sie das Papier auch nicht für Ihre Bewerbungsunterlagen nutzen, da dem Personalchef beim Lesen vermutlich die Tränen kommen werden. Bessere Karten hat man da schon als Trickfilmregisseur. Dann kann man sich den Personalchef nämlich selber kneten. Wie in diesem kleinen Filmchen von Chris Sankey. Den finden Sie bei Stop-Mo Shorts, eine Art YouTube für Trickfilmer, wo diese ihre Filme oder ihre ersten, aber oft interessanten Gehversuche veröffentlichen. Aber seien Sie froh, dass Sie kein Trickfilmer sind und der Personalchef Sie achtkantig rausschmeißt. Ansonsten werden Sie auch noch so ein austauschbarer Schlips. Und nur die wenigsten haben ja den Mut, gegen das System zu rebellieren. Wie das Männchen in diesem Film hier. Und wie er das macht, sehen Sie über unsere Links. Ja, nehmen Sie sich mal eine Auszeit vom Job. Jetzt nicht nur für eine Woche wie manche andere. Machen Sie was richtig Verrücktes. Reisen Sie zum Beispiel dem Sonnenuntergang hinterher, wie bei eternalsunset.net. Da sehen Sie immer Webcam-Bilder von den Orten auf der Welt, an denen gerade die Sonne untergeht. Nur dann bitte nicht auch jedes Mal zu Abendessen. Und wenn Sie sich die Orte noch etwas genauer ansehen möchten, neben Google Maps aber noch eine zweite Meinung einholen wollen, dann gucken Sie mal hier vorbei. Hier können Sie die Luftbilder von Google und Yahoo Maps synchron betrachten und so miteinander vergleichen, um, zum Beispiel um Zeit totzuschlagen. Ja klar, das ist einfach nur albern. Aber es kann ja auch nicht alles so sinnvoll sein wie unsere Spieletipps. Gerade bei den heutigen Spielen gefällt mir der fast schon philosophische Ansatz. Viel Spaß beim Grübeln. Okay, das war's für heute. Morgen sehen wir uns wieder bei... Das war Ehrensenf. Ich bin Sarah. Tschüss.